Namaste. Ich möchte gerne heute mit euch teilen mein Lieblingstool, was mir hilft in einem Job, wo ich mit vielen Leuten zu tun habe und viele Menschen, die auch vielleicht sehr emotional sind, in Coachings oder manchmal auch in Yogastunden, die mit ihren Geschichten zu kämpfen haben oder vielleicht meine Hilfe brauchen, dass mir das nicht so nahe geht. Und vielleicht kennst du das auch, dass dir Geschichten nahe gehen oder Menschen, die du triffst oder mit wem auch immer du zu tun hast, was auch immer dein Job ist oder wie deine Familiengeschichte ist. Und es ist wichtig, dass wir da sind für andere. Ich glaube, das ist mit einer unseres Lebenszwecks, dass wir unsere gute Energie nach draußen bringen und für Menschen da sind und anderen helfen und damit uns ja auch selber was Gutes tun und die Welt zum besseren Ort machen. Also es ist alles gut. Aber wenn du das Gefühl hast, du kommst wieder von Leuten, denen es nicht gut geht und du hast auch wie eine Last auf deinen Schultern, dann ist es Zeit, dass du das lernst, was ich mal gelernt habe und was mir bis heute total hilft. Total. 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 Sagte ich schon, ne? Total. Und zwar, was ich mache, ist eine ganz simple kleine Übung. Die machen wir gleich einmal zusammen und dann üb die bitte danach ein paar Mal alleine, damit du die gut drauf hast in Momenten, wo du im Gespräch bist. Okay? Und das ist, dass ich mir vorstelle, dass um mich herum mein Schutz ist. Also ich mache nicht so, aber ich stelle mir einen Schutz vor und konzentriere mich ein bisschen auf mich und auf diesen Schutz. Und das dazu führt, also wenn wir jetzt mal von außen drauf gucken, es führt dazu, dass die Spiegelneuronen, die in unserem Gehirn dafür sorgen, dass wir mitfühlen und die Geschichten von anderen auch in uns Emotionen auslösen, das sind so kleine Neuronen halt, die quasi das Gefühl des anderen in uns hineinspiegeln, also so habe ich es mir erklärt, und die dafür sorgen, dass wir uns vorstellen können, wie wäre das, wenn mir das passiert? Oder was hat, wie ist, wäre das für mich, wenn uns jemand was erzählt, wo wir gar nichts mit zu tun haben? Und sofort verknüpfen wir dadurch durch diese Neuronen das mit unserer eigenen Geschichte und so weiter. Und das macht die dann die Gefühle, macht das Mitleiden und macht dann hinterher das Gewicht auf den Schultern und dass es uns nicht gut geht. Und wo es auch total hilft, ist bei Leuten, die halt so Energievampire sind. Wenn du mit Menschen zu tun hast, die nett sind und die du total magst, aber wo du immer danach ein bisschen K.O. bist, wenn du fertig bist. Ne? Die gibt es ja auch schon mal. Dafür ist es auch super gut. Okay, und was du machen musst, ist, wenn du im Gespräch bist, und lass die Augen mal auf vielleicht, und gleich zwischendurch machen wir die mal zu, das sage ich dir dann, aber lass die Augen mal auf, um das ein bisschen zu üben und auch zu üben, während du mich anguckst. Du setzt dich aufrecht hin. Und atme ein paar Mal tief ein und aus und fühl erstmal deinen Atem. Also konzentriere dich, während du mir zuhörst und mich anguckst. Nicht darauf, ob mein T-Shirt knittelig ist oder sowas, sondern konzentriere dich auf deinen Atem. Und wenn du das machst, stell dir vor, dass um deinen Körper herum, ein paar Zentimeter von deiner körperlichen Hülle entfernt, wie so eine kleine Lichtschranke wäre. Ich stelle mir immer so ein goldenes Licht vor, ne? So ein goldenes, schimmerndes, schönes Licht um mich rum. Gefällt mir ganz gut, hat so was Feenmäßiges, ne? Kannst aber auch lila machen oder grün oder was auch immer du brauchst, ne? Also atme weiter tief, fühl deinen Atem und stell dir vor, du hättest um dich herum dieses Licht. Und konzentriere dich auf dieses Gefühl von Geschütztsein, von Licht um dich herum. Und mit jedem Atem schick Energie in diese Hülle, die hier überall ist. Könnt ihr sehen, ne? Und mit dem Ausatmen fühl, dass du ein Zentrum hast, aus dem all die Kraft kommt. Also einatmen, lad die Energie auf. Ausatmen, fühl dein Zentrum. Und mach das ein paar Atemzüge lang. Und jetzt schließ mal die Augen, weil es dann leichter ist. Und fühle bei der Einatmung, wie Energie durch jede Pore von dir nach außen geht und einen Schutzmantel um dich entstehen lässt. Als gäbe es da lauter kleine Punkte, die in der Luft flirren und die alle Energie, die dir nicht gut tut, weg von dir fernhalten. Und wenn du ausatmest, konzentriere dich auf die Mitte deines Brustkorbs und fühle, dass da im Herzen deiner Mitte dein Zentrum ist. Mach das ein paar Atemzüge lang. Dann öffne die Augen
und versuch bei diesem Gefühl zu bleiben. Und probier mal jetzt in den nächsten ein, zwei Minuten, wo ich noch kurz erzähle, warum das so gut hilft, ein bisschen dieses Gefühl beizubehalten, weil du willst es ja in Gesprächen machen oder in Situationen. Darum ist wichtig, dass du das auch übst. Ein bisschen mit geschlossenen Augen, mal so durch den Tag, also ab und zu am Tag, aber auch zwischendurch in einem Gespräch oder so gucken, ob du dieses Gefühl für diesen Schutzmantel kriegst. Und was es tut, ist letztendlich unserem Hirn einen zweiten Impuls zu geben. Also einmal mit energetischen, schönen Schutz um uns herum. Ich glaube ja an so einen Kram. Ne? Und ich glaube auch daran, dass wir eine Aura haben und mehr sind. Wir laden die quasi auf, diesen Schutz um uns herum. Aber auch neurowissenschaftlich passiert was im Hirn. Weil wenn du die Spiegelneuronen aktiv sind und du bist ganz in der Geschichte des anderen, dann hast du die Bilder und eine eigene Geschichte dazu und du bist voll da drin. Was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite die Gefühle macht. Und wenn du merkst, du wirst zu sehr reingezogen, dann mach diesen Mantel und ein Teil von deiner Aufmerksamkeit geht zu dir zurück und ist bei dir, bei deinem Schutz, bei deiner Abgrenzung und bei deinem Zentrum. Und das sorgt dafür, dass dein Hirn nicht mehr die ganze Kapazität hat, um in dieses Drama von jemand anderem zu gehen. Und das sorgt dafür, dass du da bist und mitfühlst, aber entspannt bist. Und das hilft mir total, wenn ich schwierige Coachings habe, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die sehr anstrengend sind. Manchmal in Trainings kann es sein, liebe Teilnehmer, Entschuldigung, ihr seid alle total toll, aber ist manchmal so. Oder wenn ich auch so jemanden treffe, der sehr negativ ist und der mich anquatscht oder mir einen blöden Spruch gibt, dann hilft mir das, mich geschützt zu fühlen und gut und nicht da reinzugehen. Und ich hoffe dir auch. Probier aus und gib mir gerne Rückmeldung. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch eine tolle Zeit, einen guten Schutz. Namaste.